I do believe that this is another way that we can worship our God through our giving. Is gamit gamit pa the offot and giving this is the giving. God desire us to have a that we have a generous heart to give. God makes us here and both to give heads up. That's why my title of my message this afternoon for our offering, always be a cheerful giver. And my title also is Zai Ima and both to be a giver. Amen. Always be a cheerful giver. Zai Ima and both to be a giver. Cheerful means joyfully ready to give. Being a giver, it's about gratitude to God and obedience to His word. And giver zu sein ist auch ein Art Dankbarkeit zu Gott und das ist auch die Gemeinschaft in der Mitte. You know, I love being generous. I love being generous. I want to give. How about you? Ich mag es, großzügig zu sein. A cheerful giver. Ein großzügiger Geber. But I think it's impossible to be generous if you don't have nothing to be generous with. Weil es ist schwierig, großzügig zu sein, wenn wir nichts zu geben haben. Which is one of the reasons why I believe in the abundance life of giving, the sowing seed. Meaning you are planting a seed, and you believe with faith that God is going to bless you in return. Also damit wir pflanzen ein Samen und wir glauben auch, dass Gott uns ein Segen geben wird. I know that it's Jesus who puts seed in our hand to sow. Ich weiß, dass Jesus ein Samen in unsere Hand gibt. It's because it's Jesus' principle of sowing and reaping. Denn das ist Jesus' Prinzip. That's why I rely upon to keep the blessing flowing in my life. Deswegen möchte ich auch immer, dass das der Segen immer in meinem Leben fließt. The Word of God is full of commands to be generous. Und Gottes Wort möchte, dass wir immer großzügig sind. And promises that your generosity will always end up coming back to you. Und eure Großzügigkeit kommt immer wieder zu euch. More than you can even think or imagine. Mehr als ihr denken könnt. You know, us, we are not just always telling, give, give. You know, there's really a blessing when you obey from the Word of God. Wir sagen auch nicht nur, dass ihr geben sollt, aber es gibt auch ein Segen von Gottes Wort. Because more than you can ever think or imagine. Mehr als wir uns denken können. Because there is power that's working in you when you obey the living God. Es gibt so viel Kraft in deinem Leben, wenn du Gott gehörst. Yeah, Luke 6:38, you already know that verse, but really we keep on telling that word because faith cometh by hearing from the word of God. Lukas 6:38, it says, give and it shall be given back to you. Es sagt, gebt und es wird euch gegeben. And also in Ecclesiastes chapter 11, verse 1, it says, cast your bread upon the waters. For many days you will find it again. Cast your bread upon the water. For many days you will find it again. Verbreite euer Brot auf dem Wasser. Und für viele Tage werdet ihr das auch finden. And then in 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7, in 2 Corinthians 9, the point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9, verse 6. Ich meine aber dies, wer da täglich sät, der wird auch täglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Ungeben oder Auszwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. He who sows bountifully will also reap bountifully. Wer da täglich sät, der wird auch täglich ernten. That's why, let each one give as he purposes in
his heart, not grudgingly. You know? No, I'm not saying that, oh, it's offering time again. Every time I come in this house, always telling about giving, giving, giving. But you know what? That is the secret. You just obey, and God will surely bless you. For God loves a cheerful giver. So God needs willingness, a joyful heart that comes from you. And what message does he afford that I have been with you? Joyfully ready to give. And of course, it's the right time to give. Because your generosity, giving your generous gift in this house, really is a big blessing. And on a God to this night is an impressive thing. You know that here in Germany there's no free. We rent, we pay the rent, we pay electricity and every bill. Yeah, this is gibt hier nicht umsonst in Deutschland. Wir müssen auch Miete bezahlen und Strom und alles. Yeah, the same way we pay what we have at home. We need to pay our rent or electricity. The same way here in the house of the Lord. Das gleiche wie zu Hause, wie wir unsere Rechnung bezahlen müssen. Das machen wir auch, wenn wir gemeinsam. We just always pray that God will give you revelation, that God will speak in your heart that what belongs to the Lord, you are obedient to give to God, back to God. Wir beten auch, dass Gott euch das offenbart, dass alles, was wir Gott gibt, dass wir zurückgeben. And you know what? When you give, there is really peace and joy. Und wisst ihr was? Wenn ihr gibt, es gibt auch Freude und and you can say to the Lord, thank you, Lord, that you enable me to give. Und du kannst Gott danken, dass er dich fähig macht. And the other verse in Galatians chapter 6, verse 9. Galatia. Chapter 6, verse 9, it says, let us not grow weary, let us not grow tired while doing good. For in due season we shall reap if we don't give up. Lass uns aber im Guten tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten. Amen. So do not be tired of always giving, because God is not tired of blessing you. Also werdet nicht müde, wenn ihr gebt. Are you tired? No, you're not tired. In Jesus' name, you have a joyful heart to always give what belongs to the Lord. Amen. Was in Gott zu dir gehört, für Gott zu geben, also bist du auch nicht müde. And I do believe God's working miracle and favor will follow you all the days of your life. Also Gottes Gunst und sein, das wird dir auch folgen, dein Leben. Amen. I have just a short testimony again. I always have to have a testimony. When I went in Philippines, I just went with a short, with a small amount of pocket money. Ich habe ein Zeugnis, als ich nach Philippinen gereist bin, hatte ich schon wenig Geld dabei. But in this small amount of money, I'm able to give my offering in my church. Aber damit konnte ich auch trotzdem meine Opfergabe geben. And also, I give it to the needy. Und habe ich auch die Leute gegeben, die nichts hatten. And I don't think that, oh Lord, I only have this euro, and then after 3 days, I have nothing. I did not think that, but I believe when I sow my seed, God is going to give me a big harvest. Ich habe nicht gesagt, Gott, ich habe nur diese 1 Euro und was soll ich dann morgen essen oder was, woher soll ich nochmal Geld kriegen? But I'm so grateful to the Lord because He is so mindful of us. Aber ich bin so dankbar zu Gott, denn er denkt immer an uns. Because before the money gets finished, somebody just give me money. Denn bevor mein Geld ausgegangen ist, hat mir jemand Geld gegeben. And then I give again. Und dann habe ich noch mal gegeben. And I received more than I could ever imagine. I said, I did not know that this lady can give me this amount of money. Aber dann habe ich noch mehr bekommen und ich konnte es nicht glauben. You know what? Even when I came back here, because I keep on giving and giving, and God is so good, because I went the last day that I had in Philippines, auch als ich hier gekommen bin, ich gebe immer noch weiter. And then my home church blessed me for me and for my family that money. Letzte Tag, als ich in Philippinen war,
amount of money. Also habe ich nicht so viel Geld bekommen. When I came in Frankfurt, als ich in Frankfurt gekommen bin, look what happened now. From all those people who come out from there, you know, from the airport, you know, with your luggage, yeah? You're going out now. From all those people, I'm the one who just chosen to be checked. Guck mal, was ist passiert ist, bei der Kontrolle, nur ich wurde kontrolliert. No, from all those people, we are many Filipinos, Chinese, German, I'm the only one who's checked. Es waren so viele Leute da, aber nur ich wurde kontrolliert. When I told my sister, she asked me, how come? How come that you're the only one? I said, no, because I'm rich. I'm looking rich. Meine Schwester hat mich gefragt, wie kommt es denn, dass nur du kontrolliert wurdest? Und ich habe gesagt, ich bin reich, ich sehe so reich aus. You know, when this lady checked, als diese Frau mich kontrolliert hat, she asked me, how much money do you have? Sie hat mich gefragt, wie viel Geld ich dabei lasse. Look, she did not ask me if I have money, but she asked me, how much money do I have? Sie hat mich nicht gefragt, ob ich überhaupt Geld dabei hatte. Sie hat gefragt, wie viel Geld hast du dabei? So I said, this is the dollars that I have, you can count. Ich habe ihr gesagt, ich habe diese Dollars hier und du kannst machen. And do you have some more? Dann hat sie gefragt, ob ich noch mehr hatte. I said, yeah, but Philippine money. Und dann habe ich gesagt, ja, aber philippinische Geld. Yeah, and then she just trust me and that's all. Und dann sie hat mich geglaubt und das war's. But it's so amazing from all those people, you know? I'm the only one who's looking glorious. Glory to God, really. The child of the Most High God came back in Germany. Gott ist wieder zurück nach Deutschland. I wieder da. Okay. So, the bottom line is that when you are generous, God is more than generous in your life. Aber das Wichtigste ist, wenn du großzügig bist, Gott ist mehr als großzügig. Because you will always find that it comes back to you multiplied. Wenn du wirst es auch multiplied. Du wirst es auch sehen, dass es multipliziert wird. Amen. I know and I know I'm not the only one who experienced this. I can see from all the people in this church. Really, God is so gracious in your life. Ich weiß, ich bin nicht die Einzige. Es ist nicht nur zu mir passiert, aber wenn ich euch auch ansehe, ihr seid gewesen. Amen. So are you ready to give what belongs to the Lord? Also seid ihr bereit zu geben, was Gott gehört? Amen. Give and it shall be given back to you. Gib und es wird euch gegeben. And do not be tired of doing good. Sei nicht müde. For in due season you will reap a harvest if you don't give up. Denn ihr werdet auch ernten, wenn ihr nicht aufhört. So don't give up. Also, maybe your season is today. Vielleicht ist heute dein Tag. Maybe your season is tomorrow. Oder vielleicht auch morgen. God is the one who knows. Nur Gott weiß. Amen. So if you need an envelope, I know that how many people here in the church are ready to give with envelope already. Brother Larry told us the other time that from home, we need to get ready. Not that. Okay, we're ready, brother. Look, a good example, Brother Manfred. Okay, give down your hands, envelope, so that others can see that you're ready. Okay, are you ready? Amen. Give what belongs to the Lord. Give what belongs to the Lord. He is our Jehovah Jireh. Our El Shaddai. Amen. He desired to receive what belongs to him. Hallelujah. Okay? And remember, what you sow is what you're going to reap. Okay, let us pray and give up your envelope as a sign of surrender back to God. Because this money that we can give this afternoon, it's not ours. It belongs to Him. Okay. Let's lift up our envelope and speak blessing in that offering. Hallelujah. Father, thank you so much for providing for us. You're always so generous and you're always so faithful. And thank you, Father God, that you're blessing each and every one of us.
That's why we can be a blessing in this church. And we pray, Father God, that